auf den raus! Auf und davon ist auch die Liebenswürdigkeit. Ja. Der nächste Freier trete ein. Du bist das lieblichste Geschöpf, das die Erde je hervorgebracht hat. Erlaube mir, mich um dein edles Händchen zu bewerben. Was bietest du mir denn dafür? Alles, was ich besitze. Den ganzen Reichtum eines Königreiches werde ich dir zu Füßen legen. Wirklich alles? Ja, alles. Meinen gesamten Besitz, alles, bis auf den allerletzten Grashalm. Aber auf deine prächtigen Kleider würdest du meinetwegen nicht verzichten. Auf alles! Auf alles! Auf alles! Da könnt ihr sehen, sogar sein letztes Hemd gibt er ihr. Seht euch nur diesen Schopf an, unglaublich! Wie schnell doch aus einem König ein armer Mann wird. Und so einen, der alles verschwendet, soll ich vielleicht heiraten? Ha, das hätte mir gerade noch gefehlt. Werft ihn raus! Weg da! Lass den Nächsten herein! War dieses Ungeheuer nicht schon letztes Jahr da? Auch schon vor 2 Jahren. Wie ich sehe, hast du ein ausgezeichnetes Gedächtnis, Mutter. Du Lausbub, du. Wieder sind wir ein Jahr älter geworden. Der auch. Sein Schwert wird immer kleiner. Jeder sorgt für sich so gut er kann. Gib zu, mein Junge, dass du das alles nur für mich gemacht hast. Ich hab doch Geburtstag. Du bist wie dein Vater. Der hat auch immer nur an andere gedacht. Für die da hat er sein Leben gegeben. Es wird Zeit, dass du endlich heiratest. Ja, aber... Es stimmt, es wird allerhöchste Zeit. Warum auch nicht? Ich muss nur eine finden, die dir gleicht. Du bist wirklich wie dein Vater. Der König! Er kommt, unser König! Der König! Lieben! Ich danke euch, danke. Beginnt jetzt. Wir sind neugierig, womit ihr uns diesmal unterhalten werdet. Edelste, verehrungswürdigste Prinzessin. Oh, das reicht, das kennen wir. Was bietest du? Meine königliche Macht, die Kraft meiner Arme und natürlich mein Mut. Hört, hört, ist das nicht dein Held? Da oben wird mein unschuldiges Herz gefangen gehalten. Also befreie es. Der wird sich alle Knochen brechen. Ist doch nur ein Spiel. Das edle Herz der Prinzessin!
Seht euch nur diesen Leichtsinn an. Für ein Stückchen Marzipan ist er bereit, sein Leben zu opfern. So ein Mann wäre mir nicht lange von Nutzen. Also werft ihn raus. Habe ich es nicht gesagt? So ist auch die Tapferkeit auf und davon. Der Nächste. Was ist denn? Bitte nicht so umständlich. Was bringst du mit? Meine hingebungsvolle, grenzenlose Liebe. Meine gefühlsbeladene Seele. Kurz um mich selbst. Wie bitte? Kann ein Mensch mehr darbringen als seine Gefühle, wenn sie rein und aufrichtig sind? Habt ihr das gehört? Gefühle. So ein Rotzkerl. Aber soll ich vielleicht von der Liebe satt werden? Soll ich mir davon Kleider kaufen? Man kann sie weder aufessen, noch kann man sie sehen, noch riechen. Sie stinkt noch nicht einmal. Pfui! Und für so ein Nichts, für eine Null, für Luft willst du mich haben. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Werf den raus! Hört auf! Was für ein Unfug. Was zeigt dir den Leuten für grausame Geschichten? Wo gibt es denn so etwas, dass Tapferkeit und Anstand bestraft werden? Und die Liebe verlacht? Verzeiht uns bitte, Majestät. Wir spielen nur nach, wie das Leben ist, auch wenn wir es ein wenig übertreiben. Das wollen wir euch ja auch glauben. Aber von so einer ungeratenen Prinzessin haben wir noch nie gehört. Anna ist noch schlimmer. Sie ist viel schlimmer. Ihr würdet euch wundern. Welche Anna? Die Tochter von König Matthäus? Der Mensch entwickelt sich nicht immer zu seinem Vorteil, Majestät. Anna? Wenn es stimmt, wie ihr sie hier dargestellt habt, dann verdient sie eine Tracht Prügel. Aber keinen Bräutigam. Ich fürchte, königliche Hoheit, dass es euch bei ihr genauso ergehen würde. Auch wenn ihr zu all den erwähnten Tugenden die euren, die wir so sehr lieben, auch noch in die Waagschale werfen würdet. Die Prinzessin gibt nämlich jedem ihrer Freier nur eine einzige Antwort. Werft ihn raus! Der Ruf der Prinzessin Anna, der Tochter des Königs Matthäus, verbreitet sich über die ganze Welt. Ich, Otto der Zwölfte, der Herrscher aus einem fernen Land, erscheine hier wie viele meiner Vorgänger. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass nur ich das Herz der Prinzessin gewinnen kann. Dein Glaube zeugt nicht gerade von großer Bescheidenheit, König Otto. Hört, edles Mädchen. Ich bin wirklich nicht bescheiden. Ich bin aber auch nicht gut. Und um die Tapferkeit habe ich immer einen Bogen gemacht. Ich bin auch nicht von Edelmut geplagt. Und von Liebe habe ich nicht die geringste Ahnung. Weder reine Gefühle noch die Vorzüge der Jugend werden, wie du siehst, ein Hindernis für unser Glück sein. Ich entspreche also ganz und gar deinen Vorstellungen, Prinzessin. So einen Mann wie mich findest du auf der ganzen Welt nicht mehr. Ausgezeichnet, das ist es. Je ironischer du es bringst, umso besser begreift sie es. Ja. Sie wird schon drauf kommen, wie sehr sie sich schuldig gemacht hat. Vielleicht ist sie gar nicht so schlimm. Sondern einfach noch zu jung. Dann kann sie sich ja noch entwickeln. Probier das mal an. Aber dann werden sie alle auslachen. Gelächter und Tränen sind die besten Heilmittel gegen Hochmut. Wie wahr, wie wahr. Das Theater hilft den Menschen seit ewigen Zeiten, ihr verlorenes Glück wiederzufinden. Nicht wahr? Vielleicht muss Anna ihr Glück erst finden. Aber sie ist eine Prinzessin. Da hat sie doch schon alles. Nein, jeder muss dafür bezahlen.
edles Mädchen, ich, Otto der Zwölfte, bin hierher gekommen, in der festen Absicht, deine Hand zu erringen. In der Tat bin ich weder bescheiden, noch bin ich gut. Und um die Tapferkeit habe ich immer einen Bogen gemacht. Ich bin auch nicht von Edelmut geplagt. Ich bin auch nicht von Edelmut geplagt. Zieh dich schon an. Ja. Ich habe euch schon seit dem Morgengrauen erwartet. Ich habe Anna gesehen. Sie ist wirklich wunderschön. Anna ist, Königliche Hoheit, wir wissen, wie sie ist. Jung und schön. Leider haben wir keine solche Schauspielerin. Was heißt denn wir das? Wir stellen aber auch nicht ihre hübsche Larve dar, sondern ihr Herz. Ihr seid gegen sie voreingenommen. Hinter so viel Schönheit kann sich keine Bosheit verbergen. Mir hat auch schon ein paar Mal die sogenannte Schönheit den Blick verdunkelt und die Sinne verwirrt. Das Erwachen war jedes Mal grausam. Ich bin vollkommen wach. Ich will nicht, dass er sie beleidigt. Ich verbiete es euch. Hört auf damit. Einen Moment, königliche Hoheit. Wer hat uns denn befohlen, die böse Prinzessin zu bessern? Wer ließ uns die Ankunft von König Otto verkünden? Ach. Es ist zu spät. Die Prinzessin Anna erwartet bereits ihren Freier. Seine königliche Hoheit, Prinz Michael. Welch eine Überraschung! Michael! Wir haben hier irgendeinen Otto erwartet, wenn ich mich recht erinnere. Aber der Sohn eines Freundes und eines Nachbarn ist uns natürlich viel lieber. Bist du aber groß geworden. Wir hören nur Gutes über dich. Ich bin stolz auf dich. Und das wäre dein Vater selig auch. Ja, und nun zur Sache. Was führt dich nach so langer Zeit zu uns? Teurer König Matthäus, wenn ich hier vor dir stehe, so aus einem anderen Grund als dem, weshalb ich die Reise angetreten habe. Hauptsache, du bist hier. Nicht wahr? Um ganz aufrichtig zu sein. Böse Zungen hatten mich gegen euch eingenommen. Aber als ich euch dann im Morgengrauen sah, liebe Anna, da entbrannte in meinem Herzen ein ganz anderes Gefühl. Ihr habt euch zwar lange nicht gesehen, aber ihr wart schon als Kinder ein Herz und eine Seele. Bitte, Vater, nicht so eilig. Aber es war doch für alle klar, auf den ersten Blick. Für mich nicht. Ich muss ihn mir erst näher ansehen, nachdem er sich hier heimlich eingeschlichen hat. Heute früh kam ich nicht dazu. Ich habe euch mein Herz völlig geöffnet. Und ich bitte euch, mir zu verzeihen. Dein Herz? Höchstens dein Schnabel. Anna, ich warne dich. Du hättest den Bart sehen sollen, den er sich angeklebt hat. Er sah aus wie der Schwanz einer Drossel. Öffnet alle Fenster, damit das Vöglein wieder dahin zurückfliegen kann, wo es hergekommen ist. Jetzt ist es aber genug. Das war deine letzte Brautschau. Ich lass mich nicht durch dich an den Bettelstab bringen. Willst du den Prinz Michael heiraten? Überleg's dir gut, ehe du antwortest. Ich will ihn nicht haben. Niemanden. Ich will nicht heiraten. Was? Warum sagst du mir das erst jetzt? Wozu haben wir die ganzen Freier eingeladen? Wozu habe ich allen zu essen gegeben? Zu trinken? Wir haben mein ganzes Vermögen zum Fenster hinausgeworfen. Was kümmert's mich? Was kann ich dafür, wenn sich alle aufdrängen? Und überhaupt? Ich würde eher noch als Bettlerin leben, als diesen König Drosselbart zu heiraten. Du hast gewählt. Lasst meinen königlichen Willen im ganzen Land verbreiten.
Prinzessin Anna wird den Bettler heiraten, der morgen als erster im Morgengrauen die Schwelle des Burgtors überschreitet. Und wenn schon, das wird dann wenigstens lustig werden. Ich habe mich hier doch nur gelangweilt. Gestern waren es noch so viele wie ein Schwarm Krähen, Majestät. Gestern? Mir genügt einer! Majestät, wir haben das Land durchsucht, kreuz und quer, aber nirgendwo fanden wir auch nur einen einzigen Bettler. Die haben es vorgezogen, zu fliehen. Wenn das ihre selige Mutter wüsste. Ich war zu gut zu ihr. Gutmütigkeit ist Dummheit. Aber jetzt ist Schluss mit den Launen. Ich kann auch anders. Ich werde ihr den Kopf schon zurechtsetzen. Von nichts wissen. Um Mitternacht hat er den Grenzfluss durchwartet. Ich wollte nicht stehlen, nur betteln. Sei ruhig, niemand tut dir was an. Wir bringen die Prinzessin. Da ist dein Bräutigam. Hast ihn gewollt. Ich frage dich zum letzten Mal. Bist du ihn? Oder den Prinzen Michael. Das sagte ich bereits. Und ich nehme mein Wort nicht zurück. Erbarme, Majestät. Was soll ich mit ihr? Ich kann mich selbst kaum ernähren. Ihr ruiniert mich. Dich, du Lump, sonst versäumst du noch deine Flitterwochen. Steh auf, los! Er wird schon kommen. Nachdem er eine so gute Partie gemacht hat. Hey, was ist? Was heißt denn das? Halt! Halt! Der Bräutigam ist weggelaufen. Halt! Geschieht meinem Vater recht. Er hätte sich auch was Besseres einfallen lassen können. Wir fahren wieder nach Hause. Tut mir leid, aber mein Befehl lautet, euch über den Grenzfluss zu bringen. Was ist jetzt? Los, fass den Kerl! Ich kann abwarten. Euch wird der Spaß schon vergehen. Weiter! Hü! Thank you.
Wir sind am Ziel, Prinzessin. Dafür werdet ihr noch büßen. Ich befolge nur die Befehle des Königs. Neugierig, wie es jetzt weitergehen soll. Zuerst bezahlt ihr mal für die Überfahrt. Wer, ich? Bisher habt ihr alles bekommen. Von nun an müsst ihr auch geben. Der da hat gar nichts. Nimm dir doch, was du willst. Sehr gut. Etwas zu essen ist für mich immer das Wichtigste. Nimm's dir doch. Ich kann das leicht verschmerzen. Dann leb wohl. Wo willst du hin? Ich gehe meiner Wege. Ich rühre mich hier nicht von der Stelle. Mach doch, was du willst. Halt, komm zurück. Hast du gehört? Blödes Ding. Komm sofort zu mir zurück. Ich befehle es dir. Dir kannst du nicht mehr befehlen. Wir sind im Reich von König Michael. Und was ist mit meinen Sachen? Du musst sie für mich tragen. Hast du gehört? Ich muss gar nichts. Doch musst du. Du musst doch. Du musst es tun. Bestellen, dass ich mich nicht so leicht unterkriegen lasse. Was ist? Kannst du noch? Woher stammst du überhaupt? Ist es nicht egal, woher ich stamme? Nein, das ist nicht egal. Man gehört in das Haus, in das man geboren wurde. Manche in einen Palast und andere in Hütten. Unser Haus ist abgebrannt. Ich bin allein übrig geblieben. Hast du deshalb dein Gesicht verhüllt? Es wurde vom Feuer entstellt. Komm weiter, schwatz nicht. Sag mir wenigstens, wohin wir gehen. Ich nehme immer den kürzesten Weg. Mir tun aber die Füße weh und hungrig bin ich auch. Alles Essbare hast du weggegeben. Aber du kennst ja den Weg, der nach Hause führt. Also geh wieder zurück. Das würde dir so passen. Stimmt's? Wem gehört die Burg da drüben? Dem König, den du abgewiesen hast. Dahin gehe ich nicht. Aber vielleicht haben Sie in der Schlossküche Mitleid mit uns. Ich gehe aber nicht dahin. Ich bin noch nicht seine Magd. Es wohnen gute Menschen unterhalb der Burg. Vielleicht geben die uns ein Obdach. Ich gehe nicht zu fremden Leuten. Weiter unten am Fluss steht eine Karte. Und wer bewohnt sie? Sie steht leer. Aber auch sie gehört dem König. So wie ihm dieser Fluss gehört, das Land, die Luft, die du atmest. All das hätte dir gehören können. Ich gehe nicht dahin. Ich gehe nicht dahin. Ich gehe nicht. Dann bleib. Musik.
Bettler? Bettler? Wir sind hier allein und müssen uns die Arbeit teilen. Willst du Feuer machen oder willst du Wasser holen? Nichts von beiden. Hast du vergessen, wer ich bin? Der ist ja wunderschön. Ich mag nämlich Fisch besonders gern. Dann brate ihn dir doch. Sonst musst du hungern. Ich muss noch mal weg. Vielleicht kann ich bis zum Abend noch was zusammenbetteln. Warte doch, ich geb dir schon was. Da hast du. Soll ich Feuer machen? Ja, natürlich. Wie kannst du nur so dumm fragen? Bezahl dafür. Ich hab dir doch was gegeben. Das habe ich schon abgearbeitet. Ihn ausnehmen? Im Lehmbett gart er am besten. Das ist zu wenig. Zu wenig? So, jetzt kann er aufs Feuer. Hm? Dann leg ihn doch drauf. Ich hab nichts mehr. Brat ihn dir doch selbst, wenn du nichts hast. Aber ich hab doch schon bezahlt und bin trotzdem noch hungrig. In der Glut wird er schnell gar. Aber ich will nicht arbeiten. Ich will nicht. Ich will nicht. Na, ihr habt mich vielleicht erschreckt, Fräulein. Habt euch wohl verlaufen? Gib mir was zu essen, ich bin halb verhungert. Bedient euch. Da, vom Baumstumpf. Lasst es euch nur schmecken. Würde sich ziemen, das gnädige Fräulein zu bedienen, aber diese verflixte Arbeit duldet keinen Aufschub. Der königliche Verwalter ist ein sehr strenger Herr. Man muss seine Anweisungen ausführen. Wenn ich nicht wenigstens 3 Pfund Honig abliefere, wirft er mich ins Gefängnis. Aber, ihr Süßen, ihr werdet mich doch nicht stechen. Thank you.
kommt schon raus. Ich habe gleich gewusst, dass sich hier jemand eingenistet hat. Der Fluss hat mein Kleid weggeschwemmt. Das Kleid weggeschwemmt? Was kann man einer Bettlerin auch schon wegnehmen? Sag mal, was erlaubst du dir? Ich bin eine Prinzessin. Wie bitte? Wiederhol das doch noch einmal. Was bist du? Ich bin die Prinzessin Anna. Also, wenn du eine Prinzessin bist, dann bin ich ganz gewiss ein Prinz. Und ich will hier raus, sofort. Still, raus, doch raus, ein Maul, Komödiant. Du steckst wegen Landstreicherei da drin. Mit sowas muss man sich befassen. Man beneidet mich sogar um mein Amt. Also, wie war das mit euch? Was hat euch hierher verschlagen? Wer sprecht euch nur aus, Durchlaucht? Na? Wir wohnen hier. Wir wohnen hier, hat sie gesagt. Und ihr Kleid ist verschwunden, sagt sie. Na, wer ist denn hier bei dir? Ich höre zu, Prinzessin. Na? Ein Bettler. Die Prinzessin und der Bettler, sowas habe ich noch nie gehört. Dafür sitze ich gerne in meinem Käfig. Das ist mir mein Gefängnis wert. Hör sofort damit auf. Hast du es gehört? Das wirst du noch bitter bereuen. Nein, ich will aber nicht in dunklen Arrest kommen, Herr Verwalter. Ich benehme mich ja schon. Jetzt hör mir mal zu, Prinzessin. Bestellt einen Bettler von mir, dass ihr arbeiten müsst, wenn ihr hier weiterbleiben wollt. Betteln wird hier nicht geduldet. Und ihr werdet wie eure Vorgänger zahlen müssen. Ohne Bezahlung gibt's gar nichts. Weder ein Dach überm Kopf, noch das Wasser, das ihr trinkt, noch die Luft, die ihr atmet. Ich lasse euch gleich fortjagen, wenn ihr nicht zahlt. Im Namen von König Michael. Vorwärts, los! Wo geht's denn jetzt wieder hin? Ich kann nicht sehen. Ich sehe überhaupt nichts. Wo geht's denn hin? Voll. Ich brauche auf der Stelle ein neues Kleid. Nimm meinen Schmuck und kauf mir ein neues. Sieh doch nur, wie ich aussehe. Ich habe auch nichts Besseres an. Und deinen Schmuck habe ich für Lebensmittel und Holz für den Winter eingetauscht. Was hast du? Dummkopf! Weißt du nicht, wie wertvoll er war? Der Winter dauert hier lange. Du versinkst bis über die Knie im Schnee. Und darum kaufen die Leute jetzt Töpfe und Krüge ein. Auch wir müssen vor dem ersten Schnee alles im Haus haben, wenn wir schon hier bleiben wollen. Du glaubst doch nicht, dass ich den ganzen Winter hier drin verbringen werde. Gehen wir eben woanders hin. Der Mietzins ist hoch. Es gibt viele Steuern und als Bettler ist man hier gar kein Mensch. Gehen wir dahin, wo es noch Liebe unter den Menschen gibt. Du kannst gehen, wohin du willst. Ich gehe wieder nach Hause. Und ich will dich nie mehr in meinem Leben sehen. Zum Teufel! Lass mich in Ruhe! Aber wenn ich doch wieder zurück will! Komm schon! Das ist dein Befehl! Ich habe schon einen Befehl! Demzufolge ist im Reich von König Matthäus das Betteln verboten! Aber ich bin eine Prinzessin! Eine Bettelprinzessin! Du hast mich erst gestern hier rübergebracht! Gestern habe ich die Tochter von König Matthäus übergesetzt! Aber die bin ich doch! Siehst du es nicht? Ich habe schwache Augen! Und Befehl ist Befehl! Also schäle dich schon fort, dummes Weibsbild! Du wirst mir am Ende noch Unglück bringen! Bei uns ist es jetzt verboten, mit Bettlern auch nur zu sprechen. Bleib stehen! Halt! Warte! Keine Bewegung! Jetzt zieh dir doch mal dieses Nachtfallröschen an. Wohin denn noch so spät? Auf die Burg, zum König. So, so. Aber wo ist denn unser Michael? Auf und davon. Seit 2 Tagen streift er im Land umher, als ob ihm was bedrückt. Wo kann ich ihn finden? Ich muss zu ihm, sofort. Willst du nicht lieber mich haben, du Schönheit? Komm nur in meine Arme und lass dich küssen. Au!
Hauskatzen! Oh. Lass mich los! Weg da mit euren dreckigen Pfoten! Ich hab gesagt, ihr sollt mich loslassen! Ich werde mir schon zähmen! Lass die Arme laufen. Nimm das. Such dir eine Arbeit, das wird dir helfen. Schaffst du es? Kannst du es? Ich werde es wohl nie lernen. Natürlich lernst du es. Pass auf, ich zeig's dir nochmal. Schläfst du?
Schläfst du? Ist da jemand? Wenn eine Dame so schön ist, wie ihr es seid, bekommt ihr noch einen Spiegel als Zugabe. Gratis, nur für ein Lächeln. Es kostet euch keinen Heller. In meinem Kleid wirst du heute auf dem Ball strahlen wie eine Prinzessin. Aber das Kleid, das ich anhabe, ist mein Kleid. Die Musik wird spielen, der Wein fließen. Und du, so jung und glücklich, wirst dich in den Armen schöner Jünglinge drehen. Nicht wahr? Ach, hör schon auf, du Schwätzer. Mich nennst du Schwätzer? In meinem ganzen Leben war ich noch nie so ernsthaft. Die Königin versucht mit allen Mitteln, die Schwermut ihres Sohnes zu vertreiben. Übrigens ist dieses Kleid wirklich von einer Prinzessin getragen worden. Ich hab's auf dem Markt für 2 Paar Damenschuhe, 4 Paar Strümpfe und für 6 farbige Bänder eingetauscht. Weißt du was? Die ganze Bevölkerung unseres Landes kommt zum königlichen Fest. Aber niemand ahnt auch nur, dass es allein dir gelingen kann, auf Michaels traurigem Gesicht ein Lächeln hervorzuzaubern. Ich bekomme 10 Taler. 10 Taler? Wenn's dir zu viel erscheint, zieh deinen alten Fetzen wieder an, aber sie werden dich schon am Tor verjagen. Warte hier. Nimm das da. Und jetzt lass mich in Ruhe. Dann am Abend. Geh jetzt. Was soll ich? Geh jetzt endlich. Vielleicht kauft dein Mann etwas. Nimm dein Zeug und geh. Ich hätte für ihn einen prächtigen Ritterhaar. Ich hab gesagt, geh jetzt. Habe ich wieder ein Kleid. Ich sehe es. Trotzdem bist du nicht mehr die, die du warst. Wovon sollen wir jetzt dem König die Steuern bezahlen? Wir werden überhaupt nichts bezahlen. Ich werde nämlich zu ihm gehen und ihm sagen, was ich von seinem Regieren halte. Geh nur. Er hat inzwischen alle Feiern, Bälle und Volksfeste verboten. Die Herrschaften sind in ihren Kutschen den Schlossberg heruntergejagt. Sie hätten mir fast die Krüge zertrümmert. Man munkelt sogar, der König sei verrückt geworden. Das würde ihm recht geschehen. Ja, immer wenn es den Herrschaften schlecht geht, dann geht es den Armen gut. Alles, was sie für das Fest vorbereitet hatten, haben sie verteilt. So sparen wir für den Winter das Öl und das Mehl.
euch das an! Auf der Burg herrscht die Schwermut und hier wird gefeiert. Und das auch noch im Festgewand. Und was ist mit den Steuern? Sofort, euer Wohlgeboren, sofort. Nehmt euch unsere Ware. Die Krüge, die Schüsseln, die Teller. Alles eignet sich für die königliche Küche. Aber doch nicht umsonst. Die habe ich nämlich selbst gemacht. Ja, seht euch doch diese Landstreicherin an. Benimmt sich, als wäre sie hier zu Hause. Will, dass unser König dafür auch noch bezahlen soll. Aus solchen Krügen saufen auf der Burg nur die Ziegen. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, Herr Verwalter. Aber niemand will etwas kaufen. Auch wenn die Geschäfte schlecht gehen, die Steuern müssen bezahlt werden. Das ist ja eine schöne Bestimmung. 3 Taler zahlt ihr obendrein, wegen Widerspruchs. Wir zahlen ja, wir bezahlen alles, aber gebt uns einen kleinen Aufschub. Nein, aber weil ich ein gutes Herz habe, werden wir hier pfänden. Los! Auch dein Kleid wird gepfändet. Aber... Kein Widerspruch. Damit nichts davon zerbricht. Willst du wirklich statt meiner gehen? Du bist doch krank. Leg dich nur nieder. Ich könnte es sicher schaffen. Ruh dich nur aus. Außerdem komme ich so mal wieder unter Menschen. Ich bin ja schon eine Ewigkeit hier. Pass gut auf dich auf. Und geh sorgfältig mit dem Geschirr um. Es zerbricht so leicht. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich pass schon auf. Tauschen. Alles frische Ware. Lebende Fische, geräucherte und gesalzene. Bei mir wird nicht getauscht. Ich verkaufe nur. Für Nahrung wird am meisten bezahlt. Kommt drauf an, von wem. Hier gibt's den guten Waldhonig. Ihr gebt mir ein paar Krüge und ich gebe euch etwas Honig. Und ihr bleibt gesund. Wir könnten den Honig gebrauchen, aber Geld ist für uns noch wichtiger. Bei mir gibt's alles zu kaufen. Alles ist verkäuflich. Pelze so leicht wie ein Luftballon, warm wie ein Ofen und sanft wie deine Hand, meine Hübsche. Mit einem Pelz wird der grimmigste Frost in ein Wintermärchen verwandelt. Aber nicht im Gefängnis. Das ist sie. Meister, da wäre es doch schade um die Farben. Und diesmal irre ich mich bestimmt nicht. Sie ist es. Mein Gott, wie schön sie ist. Aber ich muss doch wirklich sehr bitten, Meister. Sie ist ja nicht einmal von Adel. Nein. Was heißt das schon? Die wahre Schönheit setzt sich immer durch. Hm? Und wie war es mit all den anderen? Waren die vielleicht alle schön? Jetzt zeige ich dir mal was. Bei der da, da musstest du einen Pudel dazu malen, damit sie stattlich aussieht. Hm?
die war reich. Da gab's gutes Essen. Die da hat er wieder Teufel gefürchtet. Und die hat ihn in den Himmel gelobt. Ida, hast du um mindestens 20 Jahre jünger gemacht. Aber mich um 20 Jahre älter. Zum Glück hat es der König abgelehnt, sich die Damen auch nur anzusehen. Eine Schande, dass man so für seine Mühe belohnt wird. Irgendeine Frau muss Michael verzaubert haben. Nein, das ist unmöglich. Woher willst du das wissen? Ich hab's eben gehört und jetzt lass mich in Ruhe. Ach, es wird hier eine Menge geredet. Die Dame seines Herzens soll einen Bettler geheiratet haben. Hör endlich auf, Lügen zu erzählen. Ich war lange genug im Burgverlies. Da will ich um keinen Preis wieder hineinkommen. Du weißt doch genau, dass es bei uns keine Bettler gibt. Und wo ist dann die, die er sich erwählt hat, du Schlaumeier? Wo die ist, das wissen nur die Sterne. Ganz recht, die Sterne. Wir werden die Sterne befragen, wo man sie suchen soll. Wir sind bald am Ziel. Bald haben wir sie. Pelze! Auf Pelze! Verwandelt den eisigen Frost in ein Winterbärchen! Nun, Magnifizenz, wo sollen wir sie suchen? Neben dem Mars, das ist der König, steht die Venus. Das ist da etwa. Weg da! Zwischen den beiden bewegt sich ein Komet. Er behindert ihre Annäherung, er hat einen feurigen Schweif, so wie ein himmlischer Vogel. Solange der zwischen ihnen ist, können sie nicht glücklich werden. Was ist das für ein Vogel, ein Habicht? Darüber sagt das Orakel nichts. Und sie, wo ist sie? Da neben ihm, ganz in seiner Nähe. Geht's nicht genauer? Das Horoskop sagt, dass sie dicht neben ihm ist. Aha. Aus dem Weg, geht auseinander! Platz für den königlichen Verwalter! Also gut. Länger warten wir nicht. Macht euch an die Arbeit. Ergebens noch ein wenig zu warten. Sie kommt und bezahlt. Die ist doch froh, dass sie von dir weg ist. Das ist nicht wahr. Sie würde mich nie so verlassen. Und plötzlich ist sie auf und davon. Es stimmt, ganz plötzlich. Weg war sie. Genau. Wir hatten doch ausgemacht, sie nicht aus den Augen zu lassen. Unmöglich, bei dem Rummel da. Sie ist ihm sicher nachgelaufen. Wo sollte sie sonst hin? Und wenn nicht? Was ist dann? Der König wird sich bei uns bedanken. Und ob er das wird. Wir haben uns aber auch wirklich wie Anfänger benommen. Endlich habe ich eine bekommen. Seht doch mal, wie schön sie ist. Schaut euch die Flosse an.
Also, was ist? War sie dort? Was ist jetzt, Kinder? Es ist alles wieder in Ordnung. Sie hatte sich hinterm Baum versteckt, aber die Pferde haben sie gewittert. Und ihn? Habt ihr ihn nicht mitgenommen? Ist er noch bei ihr geblieben? Was wird denn jetzt? Bleibt nur ganz ruhig, meine Freunde. Den ersten Akt haben wir hinter uns. Auf den Wagen, meine Herrschaften! Der König geht nicht ohne Gefolge! Auf den Wagen, Leute! Hinauf! Hinauf! Ja! Wie siehst du denn aus? Unglaublich viel Gebäck. Du stinkst ja. Komm, wasch dich jetzt. Ich hab seit heute früh nichts gegessen. Verdirb mir nicht völlig den Appetit, der ist mir sowieso schon vergangen. Irgendwie musst du mich schon ertragen, Mutter. Das Beste kommt erst noch. Das Beste? Für wen? Für Anna oder für dich? König Matthäus hat auch das Beste gewollt. Und was ist daraus geworden? Daran solltest du denken. Sie sollten eigentlich schon hier sein, Majestät. Soll ich nachsehen? Hey, du! Du, ich rede mit dir! Lauf ins Verlies und sag ihm, er soll sofort zum König kommen. Los! Lauf dahin, lauf dorthin, was für eine Plage. Was ist denn, Prinz? Der König wartet. Wir kommen ja schon. Mit dem Neuen gibt's Schwierigkeiten. Er zittert vor Kälte, hustet sich halb tot und seine Füße wollen ihn nicht mehr tragen. Nicht mal was essen will er. Was plagt ihr euch auch mit so einem Lumpen? Ins Verlies mit ihm und basta. Wozu denn? Der macht es sowieso nicht mehr lange. Das Vöglein sitzt im Käfig. Siebenschläfer, aufstehen! Vorwärts an die Arbeit! Wasser holen, Mehl sieben, Nüsse knacken, Eier rühren! Noch ein Weilchen. Hey, Peter! Na, wartet, euch werde ich Beine machen. Au, wollt ihr denn so leer machen? Kommt runter! Was willst du denn hier? Ich bin hier, um zu helfen. Zu helfen? Wobei? Bei der Arbeit. So,
Wenn einer geschickte Hände hat, ist er immer willkommen. Allein schaffe ich das sowieso nicht. Also, dann zeig mal, was du kannst. Peg die Öfen aus. Mach Feuer. Los. Schaut euch das an. Fleißig wie eine Ameise. Na, nehmt euch an ihrem Beispiel, ihr Faulenzer. Ist alles voll. Wo soll ich ihn denn unterbringen, Herr Verwalter? Wie ihr das macht, ist mir egal. Jedenfalls sitzt er so lange, bis er die Steuer bezahlt. Das ist ein Befehl des Königs. Vorwärts, wir fahren. Wenn du da bist. Bitte, ich bin's, Anna. Psst. Die Speisen für den König. Fast hätte ich's vergessen. Du sollst auch kommen. Aber warum denn? Schmeckt's ihm vielleicht nicht? Ach komm, stell nicht lange Fragen. So einem König geht's doch gut. Wenn ich ein König wäre, ich würde von morgens bis abends immer nur essen. Was ist das schon? Weißt du, was ich machen würde, wenn ich König wäre? Ich würde immer nur kämpfen und am Schluss wäre ich der Stärkste von allen. Ich würde bei meinem Volk Steuern eintreiben und dann wäre ich der Reichste. Also ich würde nur nachdenken und dann wäre ich der Klügste. Wenn ich König wäre, dann würde ich überhaupt nichts tun. Ich würde nämlich immer nur schlafen. Ihr werdet mir ja die richtigen Könige. Seht euch das an. Der König hat eine Drossel eingesperrt. Also das ist doch... Sie soll so lange leiden... wie seine Schwermut andauert. Jedenfalls hat das dieser Schwätzer behauptet. Ob es stimmt? Ich weiß es nicht. Aber im Augenblick versteht wohl niemand unseren König Michael. Seht euch das traurige Vögelchen an. Sollen wir ihm zu essen geben? Er müsste auch was zu trinken bekommen. Ihr Faulpelz, ihr habt schon wieder vergessen, das Essen ins Verlies zu bringen. Wer ist an der Reihe? Ich bin gestern dran gewesen. Und ich komme morgen dran. Au, 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 au. Ich hab solches Bauchweh. Au. Warum gehst du nicht? Au, au. Ich muss mal, ganz dringend. Au.
Und ich bin gar nicht mehr da. Ich bringe es ihm. Wenn du das wirklich übernehmen willst, dann bringst du ihm ausnahmsweise seinen Brei. Das scheint mir ja viel Geld zu bringen. Langsam, nicht so hastig, nicht so hastig. Du kennst doch bestimmt auch den alten Grundsatz. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ihr seid an der Reihe, Hoheit. Mein Vater pflegte zu sagen, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Und so habe ich dann auch auf 14 Geschwister gebracht. Seht euch das an. Für mich scheint beides nicht zuzutreffen. Nur nicht den Mut verlieren, verehrte Kollegen. Je schwerer der Weg zum Erfolg ist, desto süßer wird am Ende die Belohnung sein. Es geht los. Dann machen wir uns also an die Arbeit. Was gibt's denn? Hey, was ist? Wer hat's denn da auf einmal so eilig? Jemanden einzusperren ist einfach. Man muss sich dann auch um den armen Wicht kümmern. Da drin? Bettler? Na, hör mal, ich bin ein berühmter Mathematikus und Sterndeuter. Ich bin kein Bettler, der sitzt nebenan. Ich jedenfalls bin unschuldig. Die Sterne haben mir verraten, dass irgendein Vogel am Unglück des Königs schuld ist. Nicht ich. Und Sterne sind schließlich keine Menschen, hörst du? Die Sterne lügen nicht. Bist du da drin? Ich bin es, Anna. Anna? Du hast mich nicht vergessen? Wie hätte ich dich vergessen können? Ich bin nach Hause gelaufen, aber du warst nicht mehr da. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Und ich glaube dir. Der Verwalter hat seine Drohung wahrgemacht. Er hat alle Töpfe und Krüge zertrümmert. Ich kann nichts dafür. Das soll dich nicht grämen. Wer tief im Herzen aufrichtig ist, hält alles aus. Geh wieder nach Hause. Dein Vater hat dir sicher längst verziehen. Nein. Du kannst hier nicht allein bleiben. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Und jetzt ist die Reihe an mir. Sag das bitte noch einmal. Anna. Der Wächter kommt wieder. Ich besuche dich jeden Tag. Warte doch noch. Anna! Wenn du das nächste Mal nicht rechtzeitig kommst, werde ich mich beim König beschweren. Hast du mich verstanden? Ich komme pünktlich. Ich komme ganz bestimmt pünktlich. Also das ist vielleicht ein Farce. Hilf mir, das Zeug einzusammeln. Glaubst du, dass hier schon jemand eingesperrt war? Bei Michael? Bestimmt nicht. Unglaublich. Ich habe wirklich noch nie einen so aufopferungsvollen Schauspieler erlebt. Zufällig ist sie sehr nett. Aus den Federn, ihr Schlafmützen! Aufstehen! Ist doch noch Zeit. Lass uns noch schlafen. Kommt mir nicht mit Ausreden. Wasser muss geholt werden, Mehl muss gesiebt werden, Nüsse sind zu knacken, die Butter muss gerührt werden.
Aufstehen, ihr Siebenschläfer! Da wird's dem König aber heute besonders gut schmecken. Nimm's weg, ich habe heute keinen Appetit. Also, Michael, langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen, dass ich das alles erlaubt habe. Aber warum denn? Auch ein Spiel muss in erster Linie ehrlich sein, oder nicht? Und Anna leidet jetzt wirklich. Auch das ehrlichste Spiel ist noch lange nicht das Leben, meinst du nicht auch? Genau darum geht's mir ja. Sie soll begreifen, dass ein Mensch nur dann glücklich sein kann, wenn er einen anderen Menschen liebt. Was? Ja. Dann geh zu ihr, mein Herzensbetteljunge. Stell dir vor, er hat alles, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Und trotzdem benimmt er sich wie ein kleiner Junge. Er hätte eine ordentliche Tracht Prügel verdient, dann würden ihm seine Launen vergehen. Warum isst du nicht? Es ist ganz frisch, direkt von seinem Tisch. Nein, nein, ich kann nicht. Ich bin schon ganz kraftlos. Du musst etwas essen, sonst wirst du nicht wieder gesund. Du darfst das nicht noch einmal machen, Anna. Wenn man dich erwischt, wird's dir übel ergehen. Wie ich den König hasse. Er hat mir nur Unglück gebracht. Den König hast du. Aber für mich hast du nur Mitleid. Das ist nicht wahr. Du bist der einzige Mensch, der mir geblieben ist. Du bist noch immer eine Prinzessin. Und er ist ein König. Ich dagegen bin nur ein armer Bettler. Lass das. Bring mir bitte nichts mehr. Ich werde zum König gehen und ihm alles sagen. Und wenn er nur eine Spur Herz hat, dann wird er uns verstehen. Und wenn er überhaupt kein Herz hat, dann wirst du genauso enden wie ich. Das ist mir egal. Es soll nur zu einem Ende kommen. Gib mir deine Hand. Ich will spüren, dass du bei mir bist. Ich höre ja immer nur deine Stimme. Schnell, er kann aufwachen. Aber die Tür ist ja offen. Was gibt's da? Warum lungerst du da noch herum? Scher dich hier raus! Was
Sag in der Küche, die soll dich nicht mehr schicken. Die anderen Gefangenen sind alle schon weg, hast du gehört? Und er ist morgen auch nicht mehr da. Raus! Er will schon wieder nicht essen. Kriegen wir es jetzt? Und er will wirklich nicht? Ist das für uns? Doch, er will, und zwar Wasser und Brot. Und seine eigene Mutter lässt es schweigend in die Küche. Stehen. Finger weg, bring mir das Brot. Immer nur Brot. Bring du ihm das Essen, mein Kind. Von uns nimmt er nichts. Aber ich kann's ihm nicht bringen. Hier ist das Brot. Eine Scheibe genügt. Man bringe das Essen für den König. Zeit, dass diese Komödie zu Ende geht. Jeder, ihr Vielfraße, langsam, langsam, es reicht für alle. Da, nimm das. Da, nimm. Nur herein. Alles ist auf einmal so traurig und schlimm. Es wird sich auch nie wieder ändern. Was ich verdorben habe, kann niemand mehr gut machen. Dabei möchte ich so gern jemand glücklich machen. Was würde dich denn glücklich machen? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Majestät, erlauben Sie mir, ordentliche Speisen bringen zu lassen. Ich will nichts mehr von Essen hören. Ich auch nicht. Warum weinst du denn? Sieh doch mal, wir haben dir das Beste übrig gelassen. Alle in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn du jetzt nachgibst, war alles umsonst. Ich kenne doch meine Tochter. Ich habe sie doch schließlich erzogen. Du hast sie erzogen. Verzogen hast du sie. Aber das ist doch... Michael! Wie lange soll das alles noch dauern? Was stehst du da wie eine Vogelscheuche? Sie hat sich doch geändert, oder nicht? Wie lange wollt ihr euch noch quälen? Ich will das ja nicht, aber... Wir bitten um Verzeihung, Majestät. Wir möchten uns verabschieden. Aber ich brauche euch noch, meine Freunde. Nur von nun an würden uns die Zuschauer nicht mehr applaudieren. Es ist Zeit, den Vorhang fallen zu lassen, Majestät. Noch nicht ganz. Ich muss mich davon überzeugen, dass sie mehr an einen anderen als an sich selbst denkt. Musik.
keine Angst. Ist da jemand? Bist du da, Bettler? Mein königliches Wort, dass der Bettler in ein paar Tagen für immer verschwindet. Anna hat die Drossel freigelassen. Sie hat die Drossel freigelassen. Die Drossel ist weggeflogen. Und mit dem Bettler ist es auch aus. Das ist nicht wahr. Wo habt ihr ihn hingebracht? Er muss leben. Er muss. Er ist nicht der einzige Mensch, der dich braucht. Er ist krank und hilflos. Und was bin ich? Er ist unschuldig. Wenn ihr schon jemand bestrafen müsst, bestraft mich. Aber was redest du da, Anna? Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich werde alles tun, was du willst, wenn du ihn freilässt. Habt ihr das gehört? Habt ihr das alle gehört? Das Leben eines Bettlers ist für die Prinzessin Anna mehr wert als ihr eigenes Leben. Oh, sie liebt den Bettler. Meine Tochter. Meine liebe Tochter. Du bist hier? Wenn das deine selige Mutter erlebt hätte. Du hast uns alle sehr, sehr glücklich gemacht. Das war aber schwer für dich. Was wollt ihr von mir? Bringt den Bettler her. Den Bettler? Ja, Herr. Bettler. Habt ihr es gehört? Der Bettler soll kommen. Der Bettler wird gleich hier sein. Sieht das aus. Der Bettler. Verzeiht mir, Prinzessin, alles war nur ein Spiel. Aber jetzt ist es vorüber. Also so ist das. Aber du irrst dich. Für mich ist nichts vorüber. Anna, fängst du schon wieder an? Sag mal, weißt du überhaupt, was du willst? Liebe will sie. Sonst nichts. Warte, lauf doch nicht weg. Du weißt sehr gut, dass wir beide zusammengehören. Und ob ich das weiß? Dir gehört ja alles. Das Land gehört dir, auf dem ich gehe. Die Luft, die ich atme. Du kannst mich sogar in den Kerker werfen, wenn du das willst. Aber das war doch alles nur ein Spiel. Für mich war es das nicht. Ich werde auf den Bettler warten. Er hat mir alles, was ich kann, beigebracht. Durch ihn weiß ich, wer ich bin. Aber... Liebste Anna, ich kehre zurück in dein Königreich. Und ich habe immer noch denselben Wunsch, den ich damals gehabt habe. Also, um ehrlich zu sein, zuerst habe ich den bösen Zungen recht gegeben. Aber als ich dich dann im Morgengrauen sah, entbrannte in mir ein ganz anderes Gefühl. Und es brennt bis heute. Warte!
Nicht so hastig. Ich muss dich erst einmal richtig ansehen, weil du mir so viele Rollen vorgespielt hast. Was ich dir vorgespielt habe, ist jetzt unwichtig. Mein Herz ist immer dasselbe geblieben. Dann ist es ja gut, mein König Drosselbart. Thank you.